Jedes Jahr am Septemberwochenende sind die Blicke der Eisenbahnfreunde auf Meiningen gerichtet. Die Dampfloktage finden statt und Fans aus aller Welt pilgern in das Dampflokwerk. Jährlich begrüßt das Dampflokwerk ca. 12.000 Eisenbahnfans. Viele dampfbetriebene Sonderzüge werden eingesetzt, um die Begeisterten nach Meiningen und wieder nach Hause zu bringen. Die 50380, die wir hier sehen, wurde 1940 in Berlin gebaut. Das ist die heutige Werkslok des Meininger Dampflokwerks. Die Baureihe 50 hat eine indizierte Leistung von 1625 PSI und bringt es immerhin auf eine Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h vor- und rückwärts. Aufgrund der rundum gelungenen Konstruktion mit 80 km/h Höchstgeschwindigkeit und nur 15 Tonnen Achsdruck war die Baureihe 50 vielseitig einsetzbar. Die Schmalspurlok 99 48027, wie wir sie hier sehen, wurde im Jahr 1938 von der Firma Henschel in Kassel gebaut. Mit einer Dienstmasse von 29,7 Tonnen und 320 PS bringt es die Lok immerhin auf 45 km/h. Bei den Kindern sind Führerstandsmitfahrten auf einer Schmalspurdampflokomotive stets beliebt und die Großen können sich zum Ehrenlokführer ausbilden lassen, um anschließend selbst einmal den Regler einer Dampflokomotive in die Hand zu nehmen und auf dem Betriebsgleis einige Meter zurückzulegen.
Fahrzeuge der Baureihe 03 wurden zwischen 1930 und 1938 als Schnellzuglokomotive für Strecken gebaut, die nur für Radsatzlasten bis 18 Tonnen geeignet waren. Ihre Höchstgeschwindigkeit beträgt 130 km/h, ursprünglich mal 120 km/h, und rückwärts schafft sie immerhin noch 50 km/h. Einige Maschinen waren für 140 km/h zugelassen. Die Lokomotiven der Baureihe 52 der Deutschen Reichsbahn sind die bekanntesten Kriegslokomotiven. Hier sehen wir eine 52-8195-1. Sie wurden ab 1942 in mehr als 7000 Exemplaren gebaut. Ursprünglich waren mal 15.000 Lokomotiven dieser Baureihe vorgesehen. Mit einer indizierten Leistung von 1621 PS schafft die Lok immerhin 80 km/h. An beiden Wochenendtagen gibt es zwischen 9 und 17 Uhr halbstündlich Betriebsführungen, zu denen die Fertigungsstätten im Werk ausführlich erklärt werden. Zahlreiche Kunden werden sich selbst und ihre Fahrzeuge in der Lokomotivausstellung präsentieren. Eine Modellbahnbörse, ein Sonderpostamt und zahlreiche fliegende Händler mit typischem Eisenbahnsortiment runden das Geschehen ab.